ist ein Inferenzprogramm zu dem, was er erzählen wollte. Dieses Bild kommt allerdings nicht aus Darktable, das kommt aus GIMP und vorher aus meiner Kamera. Ich fand den Effekt ganz nett, so da vorne den einen Ast grün zu machen und den Rest schwarz-weiß. Habe aber auch gleich gemerkt, GIMP ist irgendwie so überhaupt nichts für mich, denn davor musste ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde Anleitung lesen und wusste hinterher, wie ich genau diesen Effekt mache und nichts anderes. Deswegen habe ich mich nach was anderem umgeschaut, nämlich Darktable. Darktable wäre eine Ahnung, deswegen gestoßen, weil ich gesucht habe, ich hätte jetzt irgendwie gerne so ein Programm, mit dem ich RAW-Bilder von meiner Kamera bearbeiten kann, weil im Internet stand, RAW-Bilder sind irgendwie gut und wenn man das Letzte aus seiner Kamera rauskitzeln will, dann muss man das machen. Und gut, das war dann also das erste Programm. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden, weil es irgendwie ziemlich idiotensicher ist, weil ich drauf geklickt habe und gleich verstanden habe, was ich machen wollte. Ihr seht also, wenn man Darktable in einem Verzeichnis aufmacht, sieht man hier so ein paar Bilder. Das sind so ich habe einfach mal bei meiner Festplatte gegrabt, alle Bilder gesucht, die ich mit Darktable mal bearbeitet habe und euch die schönsten ausgesucht. Das erste, was man damit machen kann, ist, ihr kennt das irgendwie vielleicht oder auch nicht, man steht als blutiger Anfänger auf der Skipiste, möchte ein Foto machen und hat tierisch Schiss, gleich den Hang runterzustürzen und kann sich deswegen überhaupt nicht darauf konzentrieren, reinzuzoomen oder nicht. Und schießt deswegen auf Glück ein Bild. Und das, was man im Darktable machen kann, ist Bilder zuschneiden. Das heißt, man kann sich einfach so zurechtziehen, wie man will. Man kann sich Hilfslinien anzeigen lassen, damit man irgendwie interessante Sachen so auf Drittel vom Bild setzt, weil das irgendwie gut aussieht oder nicht. Und schon ist das Bild zurechtgeschnitten. Dann kann man zurück zu seinem Leuchttisch gehen und die Bilder exportieren. Das ist jetzt hier gerade abgeschnitten, aber gut. Netter Nebeneffekt ist, die Bilder, die man so auf seiner Platte hat, werden nicht überschrieben. Stattdessen sieht das so aus, zu jeder Bilddatei wird so eine XMP-Datei erstellt, wo im Wesentlichen drinsteht, wie das Bild bearbeitet wurde. Das hat den Vorteil, eben auch später, wenn ich mir denke, hey, wie habe ich das überhaupt gemacht, kann ich einfach mir bei dem Bild die einzelnen Bearbeitungsschritte anschauen oder eben auch Bearbeitungsschritte zurücknehmen oder sie ein bisschen verändern. Ganz nett ist auch, dass man hier im Verlauf hin und her springen kann, denn zumindest mir geht es so, wenn ich irgendwie an einzelnen Reglern rumdrehe, weiß ich jetzt nicht, habe ich es gerade besser gemacht oder schlechter, sodass eben ganz am Ende der Bearbeitung sehr gerne hin und her springen und mir überlege, nee, das war nichts. Ja, dann außer einfach Bilder zurechtschneiden, kann man auch die Belichtung ändern. Beispielsweise bei dem hier sieht man, das war zu dunkel. Das heißt, die erste Aufgabe, die ich mir gestellt habe, war, das Bild aufzuhellen. Und zwar nicht einfach nur so brutal auf brachialer Ebene. Also das hier können, glaube ich, viele Programme einfach einen Belichtungsregler nehmen und hochreißen. Das sah aber doof aus. Was ich irgendwie viel cooler finde, es gibt hier dieses Zonensystem hier weiter unten. Da sieht man das ganze Bild eben unterlegt in... Shit, kriege ich das weiter hoch? In einzelne Farbbereiche. So. Und kann dann eben hier einfach mal so einen Marker hinsetzen, sage, alles, was irgendwie so hell ist oder heller, soll so bleiben, wie es ist, das möchte ich nicht weiter aufhellen. Und alles, was irgendwie dunkel ist, soll jetzt aufgehellt werden, sodass jetzt mir der Hintergrund, die Seilbahn bleibt, wie sie ist. Und im Vordergrund sieht man irgendwie wieder was. Dann kann man Bilder auch in Schwarz-Weiß konvertieren. Ihr seht das Bild, es geht irgendwie farblich. Ah, warte, ich mache es für euch noch ein bisschen heller. Bei mir am Bildschirm sieht es eigentlich schon gut aus. Naja. Das Bild ist irgendwie im Großteil Schwarz-Weiß, bis auf diesen doofen roten Metallträger im Hintergrund. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da ein Schwarz-Weiß-Bild draus.
Wo ist der Filter? Weiß jemand, in welchem Reiter das ist? Ich finde es gerade. Was siehst du? Monochrom. Das müsste in dem Farbfilter, in dem Farbreiter sein, aber vielleicht hast du es ausgestellt. Ja, also das ist hier, ich nehme mal das hier. Weil irgendwie die Umrechnung aus Farbraum RGB nach Schwarz-Weiß ist eben nicht eindeutig, deswegen gibt es hier noch irgendwie mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie das Schwarz-Weiß genau aussehen sollte. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, was ich da eigentlich genau mache, aber hier ist eben wieder der nächste coole Effekt von so recht intuitiver Software. Ich kann hier einfach mal hin und her schieben und mir aussuchen, was mir am besten gefällt. Dadurch, dass jetzt hier das Bild eben ursprünglich schon ziemlich schwarz-weiß war, sieht man hier keinen großen Effekt und kann es eigentlich lassen, wie es ist. Das sind eigentlich so schon die interessanten Effekte, die ich eigentlich benutzt habe. Mein Bild vom Anfang, so ähnliche Effekte kann man allerdings auch in Darktable machen, nämlich Farbkanäle runterskalieren. So ist das Bild, wie es im Original war. Und ich habe bei den Farbkanälen auf diesem Bild einfach mal gesagt, in dieser Einstellung, alles was irgendwie grün und blau ist, wird stark runtergelegt in der Sättigung und rot bleibt, wie es ist. So dass jetzt hier irgendwie cool diese Rose im Vordergrund hervorgemacht. Einen coolen Trick zum Zeigen vorschlagen. Ja. Geh mal links auf Original beim Verlauf. Und mach mal Snapshot erstellen darüber. Und jetzt wählst du die zwei Farbbereiche an. Und den Snapshot wählst du an. Ja. So. Und jetzt müsstest du, wenn du über das Bild fährst, in der Mitte so einen Strich bekommen und kannst dann so die eine Hälfte des Bildes in der alten Version und die. Du musst links den einen Snapshot noch auswählen im Original. Ja. Ja. Oh. Und jetzt kannst du so die linke Hälfte das alte und die rechte Hälfte das neue anzeigen. Das ist durch das Zuschneiden sieht das ein bisschen blöd aus. Aber wenn man das unter dem Farbschritt macht. Upsa, was habe ich jetzt gemacht? Das war den falschen Knopf gedrückt, ja. Richtig. Ja, dann war es mit dem anderen Bild. Aber dann kann man sehr schön links-rechts sehen, was man geändert hat. Probieren wir es mal aus. Was sehen wir denn? Das hier habe ich noch gar nicht bearbeitet. Da gab es nur die Linksdatei. Genau, dann jetzt erst ein Snapshot. Und vor allem nicht zurechtschneiden. Und was wollen wir mit dem Bild machen? Blau weg, weil das ist eh alles irgendwie hellblau auf dem Bild. Ich meine, zuschneiden sollte man die eh als allerletztes wieder. Ich weiß nicht, ich mache das. Ja, ich meine, ich habe es normalerweise mal als allererstes gemacht, weil. Du kannst auch von den Zuschnitten dann einen Snapshot machen oder so. Ja, oder? Genau, ja. So, machen wir mal blau weg. Und jetzt den alten Snapshot auswählen und ja, das reicht schon. Oh, schick. Und die kannst du sogar noch hin und her schieben und drehen. Eine Sache. Kann man das auch senkrecht stellen? Ja, indem du in die Mitte klickst von dem Strich. Das habe ich auch eben erst rausgefunden. Da ist der auf diesen Klingel? Ah. Ein Wunder der Technik. Das Wasser steigt. Lauf da nicht. Okay, das waren eigentlich auch schon alle Effekte, die ich zeigen wollte, mit denen ich bisher Kontakt hatte, bis auf zwei. Einer ist überstrahlen. So richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wofür ich das überhaupt jemals verwenden sollte. Aber auf dem Foto sah es einfach irgendwie cool aus. Also so sah das Bild original aus, das ist hier am Wehrsteg. Und dann habe ich hier an diesen Reglern angefangen rumzuspielen und irgendwie sah das extrem cool aus, wenn ich die Sachen hier so leuchtend gemacht habe. Bam! Allerdings, wie gesagt, ich habe noch kein Bild gefunden, wo es wirklich gut aussah, das zu machen. Das hat mich nur beeindruckt. Und eine andere Sache ist die Vignettierung. Irgendwie ist das so ein netter Effekt, den man so machen kann. Dass das Bild außen hin dunkler wird. So bei ein paar Fotos, die ich mal in Dresden gemacht habe, sah das ganz nett aus. Aber irgendwie fand ich, die Fotobilder haben dadurch noch nichts gewonnen. Bis auf letzte Woche habe ich hier Fotos von meinem Doktorhut gemacht und wollte auf meine Webseite so eine Bilderklärung setzen, wie
an dieser Stelle seht ihr jetzt das und an einer anderen Stelle seht ihr das und habe dafür das Bild einfach mehrfach bearbeitet und immer nur einen Aspekt auf dem Foto einzeln beleuchtet und dadurch hervorgehoben. Hier ist übrigens auch eine Anspielung an den Cast-Deck mit Notebooks, ThinkPads, No Name und Pizza. Das war's. Es gibt da ganz viele tolle Proben, an denen man hochziehen kann. Es gibt aber auch so ein paar Filter, wie zum Beispiel Nachtsicht, heißt der eine, die schaltet man einfach nur ein und plötzlich sehen Bilder, die man nachts gemacht hat, geil aus. Also, das habe ich gesucht. Okay. Das ist ja nur mit guten RAW. Das Foto hier wurde nachts sichtbar. Ja, es funktioniert natürlich alles irgendwie besser mit RAW, sonst funktioniert natürlich nicht mit allen Fotos gleich. Ja. Aber es lohnt sich, die Filter nochmal alle anzuschalten. Also, man kann es nicht gleichzeitig. Die Filter alle in den Einstellungen. Also, ich sitze auch immer wieder an dieser Farbkurve und ziehe da so rauf und denke so: alle Filter. Okay, Kacke. Weiß. Besser. Hintereinander nicht mehr. Und. Dann hier, besser vielleicht, nee, so nicht, okay, so. Aber so richtig wusste ich nie, was ich da tue. Und nach einer halben Stunde Arbeit habe ich mit dem Original verglichen und mir gedacht, nee. Genau, und dann ist eben also für Nachtfotos mit 84 und es gibt noch so ein paar andere Filter, die sehen einfach gerne aus, die man ein bisschen aufschalten. Du willst dir beim Bearbeiten an die Taschenkürzel, die das Ding irgendwie hat. Ich kann sie nicht mehr auswendig, weil ich es schon länger nicht mehr verwendet habe. Ich habe es bisher ausschließlich mit der Maus bedient. Okay. Weil ja. Die gehen bei mir nur manchmal, diese Taschenkürzel, und das ist irgendwie weird. Die UI ist ein bisschen komisch. Aber es ist auch zum Beispiel, das Programm zeigt einem nicht an, wenn das im Hintergrund Dinge tut. Also es ist irgendwo ja. so ein Ladebalken und man kann zum Beispiel. Es gibt eine maximale Anzahl von Dingen, die im Hintergrund laufen. Und wenn dann gerade ganz viele Workup-Prozesse im Hintergrund irgendwas machen, dann kann man keine Bilder exportieren, weil Export auch im Hintergrund läuft. Und dann drückt man auf Exportieren und es passiert dann einfach nichts und man kriegt keine Meldung. Also dieses Interface hat so ein paar Schwächen. Auch ich habe gestern, als ich Bilder hierfür rausgesucht habe, Darktailing mehrfach abgeschossen, weil ich so. Meine erste Herangehensweise war, alle Bilder suchen auf der Festplatte, die ich jemals mit Darktable bearbeitet habe, anhand der XMPs in ein frisches Directory packen und mal alle hier öffnen. Und dann habe ich hier in dieser Ansicht gescrollt und plötzlich waren die 8 GB RAM voll und Darktable war weg. Okay. Und was halt auch ganz nett ist, also ihr habt da verschiedene Sachen, ihr könnt zum Beispiel die Fotos mit 5 Sternen, bis zu 5 Sternen bewerten und wenn ich halt irgendwie 1000 Bilder auf der Kamera heimhabe und die an den Rechner stecke, dann scroll ich erstmal alle durch, gebe denen allen irgendwie Sterne und sortiere dann nachher nach Sternen. Also man kann auch wirklich verschiedene. Genau das mache ich mit der Tastatur. Genau das mache ich mit der Tastatur. Genau, das funktioniert nicht immer. Ja, das habe ich auch schon erfahren. Das kommt darauf an, wo die Maus sich befindet, glaube ich. Ja. Und in welchem Modus du gerade bist. Ja. Also das Programm ist schon echt gut, aber wenn man halt von Adobe Lightroom kommt, du kannst immer noch echt viel, aber da gehen die Taschenkürzel vor allem viel besser. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, alles ausprobiert unter Linux, was du rauslesen kannst, und es ist auf jeden Fall das Beste. Bis auf, letzte Woche habe ich ein paar gekriegt, die von einem neuen Fuji kamen. Die habe ich hier mit meinem Darktable noch nicht aufgekriegt. Mir hat mein Kollege gesagt, wenn man halt nicht den Debian Stable Release nimmt, sondern man eine neue Version, dann geht auch das. Ach, du hast da 1.0.4. Ja. Okay. Debian Stable. Okay, ja. Ach Gott, ja, das ist also die übliche Debian-Problem lösen. Ja, du willst schon irgendwie 1.6. Also da werden auch Sachen besser in diesem Programm. Ja. Ich freue mich auf die Zukunft.